oben ist, bei dem wird man viel suchen. Und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern. Lukas 12, Vers 48, der Wochenspruch für die kommende Woche. Vielleicht können wir uns das mit auf den Weg nehmen und nächste Woche einfach mal gucken, ob wir jemanden besuchen, ob wir für jemanden ein besonderes Gebet sprechen oder was auch immer. Wir wollen diesen Gottesdienst nun feiern im Namen unseres dreieinigen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich lese uns ein paar Verse aus dem Psalm 63, die Verse 2 bis 9. Sehnsucht nach Gott. Groß ist der Herr und hoch zu rühmen in der Stadt unseres Gottes, auf seinem heiligen Berge. Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir, mein ganzer Mensch verlangt nach dir, aus trockenem, dürren Land, wo kein Wasser ist. So schaue ich aus nach dir in deinem Heiligtum, wollte gerne sehen deine Macht und Herrlichkeit. Denn deine Güte ist besser als Leben. Meine Lippen preisen dich. So will ich dich loben mein Leben lang. Und meine Hände in deinem Namen aufheben, das ist meines Herzens Freude und Wonne, wenn ich dich mit fröhlichem Munde loben kann. Wenn ich mich zu Bette liege, so denke ich an dich. Wenn ich wach liege, so sinne ich über dich nach. Denn du bist mein Helfer, und unter dem Schatten deiner Flügel frohlocke ich. Meine Seele hängt an dir, deine rechte Hand hält mich. Zum Gebet, lasst uns bitte aufstehen.
Herr Jesus Christus, dir allein sei Preis, Ehre und Dank. Gelobt seist du, o Heiliger, Allmächtige, dass du uns die Gnade schenkst, dass wir uns heute hier versammeln dürfen, um dich zu preisen, ein jeder mit dem, was du ihm gegeben hast an Gaben. Danke, Herr Jesus, dass dein Wort heute auch verkündigt werden darf. Herr, segne du bitte das Reden und das Hören deines lebendigen Wortes. Danke, Herr, dass dein Wort ewig ist, ewig gültig bis in alle Ewigkeit und hat die Kraft, uns zu trösten in unserem Alltag, in aller Not und Traurigkeit und Schwäche. Danke, Herr Jesus, dass du am größten bist und doch ein Vater eines jeden Einzelnen. Zu dir dürfen wir kommen wie ein Kind zu seinem Vater. Und dein Erbarmen hat noch kein Ende. Dir sei Preis und Ehre. Amen. Ich lese die Epistel für den heutigen Sonntag aus Philipper 3, die Verse 3 bis 9. Gnade oder Selbstgerechtigkeit. Denn die wahre Beschneidung findet nicht am Körper statt, sondern besteht darin, dass Gott uns seinen Geist geschenkt hat und wir ihm dienen. Wir sind stolz, zu Jesus Christus zu gehören und verlassen uns nicht länger auf das, was wir selbst tun können. Ich selbst könnte mich mit größerem Recht als manch anderer auf diese Vorzüge berufen, wenn es wirklich darauf ankäme. Ich wurde am 8. Tag nach meiner Geburt beschnitten, wie es das Gesetz vorschreibt. Ich stamme aus dem Volk Israel und sogar aus dem Stamm Benjamin. Von Geburt an bin ich Hebräer, wie schon alle meine Vorfahren. Außerdem gehörte ich zu den Pharisäern, der Gruppe,
die am strengsten darauf achtet, dass Gottes Gesetz eingehalten wird. Ich setzte mich mit großem Eifer für Gott ein und verfolgte deshalb sogar die christliche Gemeinde. Die Regeln des Gesetzes erfüllte ich bis in alle Einzelheiten, sodass niemand mir etwas vorwerfen konnte. Aber seit ich Christus kenne, ist für mich alles wertlos, was ich früher für so wichtig gehalten habe. Denn das ist mir klar geworden. Gegenüber dem unvergleichlichen Gewinn, dass Jesus Christus mein Herr ist, hat alles andere seinen Wert verloren. Um seinetwillen habe ich das alles hinter mir gelassen. Es ist für mich nur noch Dreck, wenn ich bloß Christus habe. Mit ihm möchte ich um jeden Preis verbunden sein. Deshalb versuche ich jetzt nicht mehr durch meine eigene Leistung und durch das genaue Befolgen des Gesetzes vor Gott zu bestehen. Was zählt ist, dass ich durch den Glauben an Christus von Gott angenommen werde. Darauf will ich vertrauen. Jetzt wollen wir uns erheben zum Glaubensbekenntnis. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich möchte uns Gottes Wort lesen aus dem Matthäusevangelium im 7. Kapitel. Jesus spricht darum: Wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es ein und sein Fall war groß. Herr, segne an uns dieses dein Wort. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Liebe Gemeinde, es ist ja ein ganz
Kurzes Wort. Wir haben gerade bei der Enkelkinderfreizeit, also der sogenannten Enkelkinderfreizeit der Holmers, die jährlich stattfindet in Seran, da haben wir das mit den Kindern gesungen. Der Kluge baut ein Haus auf Felsengrund. Und der das auf Felsengrund stellt, das Haus blieb stehen, auch bei Regen, bei viel Regen, bei Starkregen, bei Sturzregen. Und der es auf Sand gebaut hatte, da fiel es ein. Und dann heißt es in der letzten Strophe, darum bau dein Haus auf den Herrn Jesus Christ. Eigentlich ein ganz einfaches Wort, ein einfaches Bild. Jeder versteht das, was Jesus uns in der Bergpredigt hier zeigt. Sind Sie vielleicht auch gerade dabei, ein Haus zu bauen? Vielleicht sagen Sie auch, nicht nötig, hab schon eins. Wie gut für Sie. Dann müssen Sie kein Haus mehr bauen. Aber erhalten müssen Sie es trotzdem und das ist manchmal schon schwer genug. Da hängt ja immer eine ganze Menge dran. Bei einem Altbau sowieso, bei einem Neubau aber auch. Man muss immer irgendwie dranbleiben. Jeder Häuslebesitzer weiß das, ne? wie das so geht. Und wir sind auch gerade dabei, ein Haus zu bauen in Waren an der Müritz, weil ich auch bald in den Ruhestand gehe. Ich bin 11 Monate jünger als mein Bruder Johannes. Den haben sie ja gerade verabschiedet hier in Bülow. Und dann ist es für mich auch irgendwann Zeit, das Pfarrhaus zu räumen, sage ich mal. Ne? Platz zu machen für den Nächsten, auch gut. Wir werden dann nach Waren ziehen. Das wissen wir schon mal und das ist auch gut, wenn man das schon mal weiß. Wir wissen noch nicht, ob das Haus fertig wird, wie auch immer. Wir werden sehen. Vielleicht sagen sie auch, Haus bauen, gar nicht dran zu denken, viel zu teuer, kann ich mir nicht leisten. Oder einer sagt, ich bin handwerklich überhaupt nicht begabt, also was soll ich machen, was soll ich mit dem Haus, Mietwohnung ist besser. Wer heute ein Haus baut, der hat es doch gut, sagt der gelernte DDR-Bürger, weil heute geht vieles einfacher. Manchmal denke ich, so viel einfacher ist es wahrscheinlich auch nicht. Aber ne, wer zu DDR-Zeiten ein Haus gebaut hat, der weiß, wovon ich rede. Das war schon nicht so einfach. Wir hatten vor 10 Jahren ungefähr einen Urlaub mal auf der Insel Usedom, wohnten da in einer kleinen Neubausiedlung, in der die Eigenheime nur so wie Pilze aus dem Boden sprießten. Da war zu sehen, wie komfortabel das heute ist, das Bauen. Und ja, im Grunde genommen, wenn man nur das nötige Kleingeld hat, man gibt es in Auftrag und die Firma kümmert sich drum, die machen das so, dann ist das auch ganz schön. Aber ich denke auch daran, wie wir schon, also das erste Haus, was wir als Jungs mit unseren Eltern zusammen, also nicht wir so wirklich, sondern die Eltern mit uns zusammen, das Haus gebaut haben in den 60er Jahren, wie das noch war. Wie schwierig war das schon von der Baugenehmigung an, da musste man lange drauf warten und so weiter und dann war es Glückssache, ob man sie kriegte oder nicht und dann denke ich, es war alles ein Problem, die Nägel für die Dachlatten zu bekommen oder überhaupt auch die Dachlatten. Und die Ziegel, die wurden einfach abgekippt. Da war also viel, viel Schutt dann dabei, Ziegelbruch, wie man so schön sagt und so. Das gab es also zuhauf damals. Und dann sage ich heute, ja, da macht ja das Zugucken schon Spaß. Naja, sagt der andere wieder, beim Zugucken habe ich ja sowieso Spaß, aber nicht beim Bauen. Dann lasen wir irgendwo da auf einem Schild stand, der schöne Satz, schlüsselfertige Eigenheime schon ab 70.000 Euro. Also das fand ich cool, also schon mal die 70.000 Euro sind jedenfalls aus heutiger Sicht schon mal cool, aber die schlüsselfertige Übergabe, das fand ich auch spannend. Also wenn man mal voraussetzt, dass nicht nur der Schlüssel nachher fertig übergeben wurde, dann muss ich sagen, dann ist es, könnte man Lust kriegen am eigenen Haus. So ging es mir jedenfalls beim Nachdenken über diesen Text. Aber natürlich, wir sind hier nicht auf einer Werbeveranstaltung für Fertighäuser, sondern bei dem Gleichnis, was Jesus hier verwendet. Und da geht es auch um ein Haus, aber nicht wirklich um das Haus, sondern es geht um den Hausherrn, um den Bauherrn. Um den geht es, um die Entscheidungen, die er trifft. Das heißt, es geht eigentlich genau um uns. Und darum möchte ich den Predigttext und das, was er sagen will, wieder in 3 Gedanken fassen. Das erste, das Haus, das wir bauen. Das zweite, das Unwetter, das kommen wird. Und drittens, das Fundament, mit dem alles steht und fällt.
Darum geht es in diesem kurzen Gleichnis. Das Haus, das wir bauen, also das Haus, das wir bauen, es geht um uns. Werden wir nun also doch zu unserem Glück gezwungen, könnte man fragen, sollen wir ein Haus bauen, obwohl wir es gar nicht wollen oder nicht brauchen? Natürlich nicht. Manche Menschen sind auch mit einer Mietwohnung zufrieden. Ich kenne einen Mitarbeiter des Blauen Kreuzes, der mit großem Fleiß das Evangelium verkündigt hat, sein Leben lang unermüdlich Alkoholikern nachgegangen ist, sich immer um andere Menschen gekümmert hatte und auch immer irgendwas hatte, was er anderen schenken konnte. Das war einfach eine Freude, das zu sehen. Und er selber hat in einem Mietshaus gewohnt von Kind an. Also in Aue, Helmut Lange war das, wer ihn kennt vielleicht oder so. Der Name sagt dem einen oder anderen vielleicht noch was. Aber mich hat das sehr beeindruckt damals. Und das war eine ganz schlichte Mietswohnung, eine kleine Wohnung, wo er auch mit seinen drei Kindern dann da gelebt hat. Und bis vor wenigen Jahren war das also, sage ich jetzt mal, mittelmäßiger DDR-Standard, was man da so hatte in einer Mietswohnung in Aue. Und er hat zu mir gesagt, irgendwann, Markus, weißt du, ich hatte mehrmals die Gelegenheit, ein Haus zu bauen, ein eigenes Haus. Aber ich wollte nicht. Dafür hatte ich keine Zeit. Ist auch schön, oder? Dafür hatte ich keine Zeit. Und das, obwohl er Zimmermann war, gelernter Zimmermann, also der verstand etwas von dem Fach. Aber er hatte immer Zeit, andere Menschen zu besuchen, sich darum zu kümmern. Und da, liebe Gemeinde, sind wir genau bei unserem Thema. Das Haus, das wir bauen. Dieser Mann hat auch ein Haus gebaut, aber nicht ein Haus aus Sand und Stein, sondern ein Lebenshaus. Glauben Sie, dass dieses Haus irgendjemand einreißen kann? Keiner, geht nicht. Was er sich gebaut hat, aufgebaut hat. Er hat Schätze gesammelt, die kein Mensch ihm wegnehmen kann. Das war sein Lebenshaus, die nicht die Motten und der Rost fressen kann, wie Jesus mal gesagt hat. Das ist nicht vergänglich. Das Haus, das wir bauen und wir alle bauen, ob wir wollen oder nicht, wir sind dabei. Nach dem Bild jedenfalls zu urteilen, wir sind dabei, an unserem Lebenshaus zu bauen. Und da können wir mal fragen, was ist denn eigentlich mein Lebenshaus? Woran baue ich? Und da spielt es auch gar nicht wirklich die Rolle, ob wir jung sind oder alt oder wie alt wir sind. Die Frage heißt, woran baue ich? Wofür lebe ich? Wofür leben wir? Jesus hat gesagt, ein paar Verse zuvor, auch in der Bergpredigt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Dann wird euch alles andere zufallen. Also so vieles, was uns wichtig ist in unserem Leben. Aber Jesus sagt, das schenke ich dir sowieso, wenn du dich um mich, um mein Reich kümmerst. Dass wir das nicht falsch verstehen. Jeder, der ein eigenes Haus hat, der soll und darf sich daran freuen und er wird hoffentlich auch damit zufrieden sein. Wer ein eigenes Haus bauen will, der sollte auf jeden Fall gründlich planen, vielleicht auch mal träumen. Das haben wir auch gemacht. Bevor die Teuerung kam, dann sagt man, mancher Traum ist inzwischen zerplatzt. Man sagt, es ist gar nicht bezahlbar, also geht gar nicht alles, mag sein. Das gehört auch dazu, auch das Träumen gehört dazu. Auch wenn nicht alles verwirklicht werden kann am Ende, es gehört mit dazu. Und das ist auch vernünftig und das ist effektiv und das geschieht hoffentlich auch in der Verantwortung vor Gott. Denn nicht alles, was möglich ist und was man heute machen kann, muss ich auch haben. Warum eigentlich? Wie gehen wir um mit dem, was wir haben, mit unseren Begabungen auch, mit dem, was wir können, was Gott uns mitgegeben hat? Und woran bauen wir? Es geht nicht nur um äußere Wohnverhältnisse, um Eigentum und so, sondern es geht um unser Lebenshaus. Und wovon kann ich glauben, dass es am Ende bleibt. Denn wir alle wollen etwas schaffen, was bleibt. Wir wollen nicht nur auf dem Friedhof irgendwann abgelagert werden. Keiner will das. Sondern wir wollen etwas schaffen, was bleibt. Und Jesus sagt,
Schaff dir Schätze da, wo sie bleiben. Wo ist mein Schatz? Woran habe ich mein Herz verloren? Jesus sagt auch in der Bergpredigt, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Es geht nicht um das Materielle, auch wenn das oft sehr wichtig ist oder zumindest wichtig erscheint. Wenn jemand sein Leben lang ein Haus abzahlt, weil er eben nicht mehr Geld zur Verfügung hat, dann ist das finanziell natürlich eine Herausforderung, mit der er immer beschäftigt sein wird, sein Leben lang. Aber es muss noch lange nicht die Investition seines Lebens sein. Es muss nicht das Wichtigste sein. Es geht eigentlich um etwas anderes. Wer sein Lebenshaus baut aus Kalk und Sand und Stein, oder wie hieß es zu DDR-Zeiten immer, ein Kalk, ein Stein, wie ging es weiter? Ein Bier, so hieß das damals. Wer nur darauf baut, der hat auf Sand gebaut. Der muss sich nicht wundern, wenn es am Ende einstürzt, nichts mehr wert ist. Es mag ja vielleicht sogar ein Fachwerkbau sein, den wir bauen, so wie unser Pfarrhaus in Lübten, in dem wir wohnen. Grundsolides Bauwerk, 270 Jahre alt ungefähr, das älteste Wohnhaus von Lübten, wunderschön. Ja, kann man gut drin wohnen und dann kann man auch sagen, ja, das steht, das hält noch. Hält auch noch 100 Jahre, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Jesus sagt auf jeden Fall, du Narr, wenn du darauf baust, wenn das deine Hoffnung ist. Du Narr, du hast auf Sand gebaut. Auch die längste Haltbarkeit ist irgendwann vorbei. Alles vergänglich. Meine Frau und ich haben uns irgendwann mal in den Atombunker von Erich Honecker angeschaut, in der Nähe von Strausberg. Ich weiß nicht, ob Sie da auch schon mal waren. Da habe ich nur gedacht, was ist das für ein Wahnsinn? Wie viel Geld ist da investiert worden? 15 Meter unter der Erde, eine ganze kleine Welt für sich, um notfalls das Leben von maximal, so hieß es damals, 400 Personen für maximal 4 Wochen zu verlängern, im Notfall. Also was für ein Wahnsinn, was für eine Investition, wofür? Alles umsonst, ja, oder vergeblich. Das Haus, das wir bauen, welches Haus wollen wir bauen? Wem soll dieses Haus nützen? Woran denken wir bei unserem Lebenshaus und wovon träumen wir? Wo ist der Schatz meines Herzens? Wo ist mein Herz? Wie lange soll das Haus halten? 100 Jahre? Wenn wir die Kinder und Enkel noch mitrechnen, vielleicht 200 Jahre, 300 Jahre, ist das genug? Jesus sagt, sei nicht so bescheiden, wenn es um dein Lebenshaus geht. Du baust an einem Haus, das ewig halten muss und ewig halten soll und auch halten kann. Nichts in dieser Welt gehört dazu. Denn ewig soll es halten, das Unwetter kommt bestimmt. Wenn ein ganzes Haus wegschwimmt, dann ist das überhaupt nicht lustig. Ich konnte mir früher sowas gar nicht vorstellen und vielleicht viele von uns nicht, weil wir es nie erlebt haben. Aber seit einigen Jahren erleben wir immer wieder Hochwasser und nochmal wieder Hochwasser und so weiter. An der Elbe können wir das immer wieder sehen. 2002 das Elbe-Hochwasser, die Jahrhundertflut im Ahrtal vor 2 Jahren, wenn wir daran denken. Das ist für die Besitzer und Bewohner die reine Katastrophe. Auf einmal schwimmt alles davon. Da schwimmen nicht nur ein paar Fälle davon, sondern mein Lebenswerk geht davon. Alles hin. Alles weg. Wofür hast du dich eingesetzt? Wofür hast du gebaut die ganze Zeit? Und hast gedacht, ja, jetzt habe ich Ruhe, so wie der reiche Kornbauer. Und hab guten Mut und jetzt kann ich gut leben. Genau das ist das Bild, das Jesus gebraucht. Das Unwetter wird kommen. Und das mag ganz unterschiedlich aussehen. Bei dem einen ist es eine Ehescheidung, wie viele haben das Haus fertig, aber die Ehe kaputt. Und dann wird das Haus verkauft. Wofür haben wir das gemacht? Wofür haben wir uns investiert? Und dann sagen wir vielleicht auch, unser Haus hat viele sonnige Tage gesehen,
vielleicht auch mal einen kleinen Schauer überlebt. Bitte, steht doch immer noch. Sieht doch gut aus, das Haus. Es ist wie in den Tagen Noahs, als die Leute lachten und riefen, Noah, du bist vielleicht ein Träumer. Hier oben im Gebirge, da gibt's doch kein Wasser. Was willst du mit einem Schiff? Nur weil Gott dir gesagt hat, baust du da jetzt so ein, Traumschiff, so ähnlich, um da alle Tiere mitzunehmen. Wofür, Noah? Und da haben bestimmt viele auch gedacht, ja, das ist vernünftig, so über Noah zu reden. Und den Noah auszulachen und haben mitgelacht. Sie haben so lange gelacht, bis der Regen fiel und es nicht wieder aufhörte zu regnen. Ja, und da wollten sie rein in die Arche. Etwas, was sie nicht sich hätten vorstellen können, niemals sich hätten vorstellen können, auf einmal da oben im Gebirge und alles ist überschwemmt. All mein ganzes Lebenshaus, meine Gebäude, sie sind alle weggeschwommen, mitsamt der Arche, aber die konnte schwimmen. Da denken Menschen, sie könnten Gott anklagen, weil er das Unglück von unserer Welt nicht fernhält, aber ansonsten leben sie so, als gäbe es Gott gar nicht. Steif und fest behaupten sie, mit dem Tod ist sowieso alles aus. Ein Tag des Gerichts? Lächerlich. Stunde der Prüfung? Solche Gedanken lassen wir gar nicht an uns ran. Das ist viel zu ernst. Über den Tod müssen wir nicht nachdenken. Jetzt nicht. Stellen Sie sich mal die Landesregierungen vor von Sachsen, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, von Rheinland-Pfalz, die gesagt hätten, naja, das eine Hochwasser ist nicht so schlimm, das überstehen wir, die Häuser stehen ja auch inzwischen wieder, wir machen nichts an Hochwasserschutz oder so. Das wäre nicht verantwortbar gewesen. Und die Leute hätten das schlimm übel genommen. Teilweise ist es ja dann auch so, dass sie sagen, ja, was ist jetzt passiert? Immer noch nichts passiert, doch, es ist eine ganze Menge passiert, jedenfalls von der Elbe kann ich das sagen, eine ganze Menge passiert. Das heißt, wir müssen vorbauen. Man kann ja auch mal fragen, auch im Ahrtal, da gab es auch schon Überschwemmungen, auch früher schon. Jetzt wird alles wieder aufgebaut, man sagt sich ja, wie lange soll das denn halten? Die nächste Flut wird auch da irgendwann wiederkommen. Sind wir gewappnet? So ist es auch in unserem Leben. Der Regen und der Sturm, von dem Jesus spricht, ist nicht ein an die Wand gemaltes Gespenst. Das Unwetter kommt bestimmt. Und das ist nicht Wasser und Wind in unserem Leben, sondern gemeint ist der jüngste Tag, das jüngste Gericht, das Unwetter. Und da ist die Frage, ob mein Lebenshaus Bestand hat oder nicht. Da denke ich wieder an den Mitarbeiter vom Blauen Kreuz, der gesagt hat, ich baue ein Lebenshaus, was mir keiner wegnehmen kann. Ich erinnere mich noch daran, ich saß damals in Wuppertal, ich war Geschäftsführer vom Blauen Kreuz und er war einer der Mitarbeiter. Und als er in Rente ging, da tauchte er eines Tages in Wuppertal in der Geschäftsstelle auf und packte mir einen großen Beutel, eine Tüte hin auf den Schreibtisch und ich sagte, was ist das denn? Und da sagte er, das ist meine Erstlingsgabe, da war lauter Geld drin, viel Geld. Meine Erstlingsgabe, ich sage, was ist das denn? Ja, sagt er, die Erstlingsgabe, die erste Rente, die ist für Gott, für den Herrn. Das hat mich tief beeindruckt. Also er gab den Zehnten immer, ne, von allem, was er einnimmt, nach der Bibel. Aber diese Erstlingsgabe, ist ja auch im Alten Testament kommt das öfter vor, das gehört Gott. Das sollte für die Arbeit des Blauen Kreuzes sein. Und das habe ich nie vergessen. Ich denke, ja, Schätze, die wir sammeln, im Himmel. Es ist der jüngste Tag, was die Nagelprobe ist, auch für unser Lebenshaus. Vielleicht haben wir als gläubige Christen auch jetzt schon Prüfungen zu bestehen. Und dann hören wir die Einflüsterung des Teufels oder auch anderer Menschen. Gott, wer ist das denn? Den gibt es doch gar nicht. Ewigkeit? Kann ich nicht dran glauben, sehe ich nicht, kann ich nicht anfassen. Aber selbst wenn alle es sagen, wird es ja dadurch nicht richtiger, dass nach dem Tod nichts mehr kommt zum Beispiel. Natürlich ist es bequem, ohne solche Gedanken zu
leben, sie einfach zu verdrängen. Die Menschen zu Noahs Zeiten haben wunderbar gelebt. Sie mussten nicht mit ihren Händen dort oben irgendwelche Bretter zusammenschrauben, um ein Schiff zu bauen. Sie haben im Vergleich zu Noah bequem gelebt, bis die Flut kam. Der Psalmbeter sagt, die Toren sprechen in ihrem Herzen, es ist kein Gott. Im Psalm 53 lesen wir das und Jesus sagt, der ist ein Narr, der sein Lebenshaus auf solchen Sand, auf eine solche Lebenslüge aufbaut. Und da ist noch ein dritter Gedanke, der mir wichtig ist, das Fundament, mit dem alles steht und fällt. Es geht tatsächlich um unser Lebensfundament. Eigentlich ist es nicht ganz so wichtig, wie das Haus da drüber wie das aussieht. Aber es ist ganz enorm wichtig, und das weiß jeder, der gebaut hat, dass das Fundament steht. Wenn man sich große Bauwerke ansieht, dann ist es manchmal interessant, nach dem zu fragen, was man nicht sieht. Also das Fundament, das ist in der Regel nicht mehr zu sehen. Das Schiffshebewerk in Niederfino, ich weiß nicht, wer das kennt, ist ein Stahlkoloss aus den 20er Jahren, 60 Meter hoch. Wir wohnten da ganz in der Nähe, in Falkenberg an der Mark, in der Mark. Und da hieß es, dass das, was man oben sieht, man sich nochmal vorstellen muss, dass es unter der Erde auch nochmal ist. Also die 60 Meter von oben auch nochmal unten, und zwar in Beton gegossen. Das war das Fundament für dieses Schiffshebewerk. Konnte ich mir damals nicht so richtig vorstellen. Inzwischen gibt es ja ein neues Schiffshebewerk, wer das mal gesehen hat, von Europa gefördert mit unheimlich viel Geld. Ich habe nur die Baugrube gesehen und war fasziniert. Wahnsinn, was da an Erde bewegt wurde, um so ein neues, noch größeres Schiffshebewerk dorthin zu stellen. Naja, ob das alles so sein muss, weiß ich nicht, aber jedenfalls, es ist schön, das anzugucken. Oder denken Sie an das Schloss in Schwerin, davon habe ich gelesen, da konnte man das nicht mit Beton gründen, weil das alles Sumpfgebiet ist. Und da wurde ein Fundament aus Pfählen gemacht. Der Architekt wusste oder die Architekten wussten, dass das gut gegründet werden muss, so ein Haus, so ein Schloss, so ein Riesenhaus. Es kommt auf das Fundament an und stellen Sie sich mal vor, das würde nicht halten. Ich glaube, das ganze Schloss wäre inzwischen schon abgesagt. Oder wenn es nur schief steht oder so, ist auch nicht lustig. Jeder Architekt überlegt genau, für welches Gebäude, zu welchem Zweck und in welcher Umgebung er welches Fundament erstellt. Also da sind ja Statiker zugange und die wissen dann schon auch, was sie tun. Aber Jesus malt kein Horrorszenario. Er sagt nicht, euer Lebenshaus stürzt am Ende sowieso ein, könnt ihr machen, was ihr wollt, ob mit oder ohne Fundament, am Ende ist alles hin. Wer so denkt, der sollte mit dem Bau gar nicht erst beginnen. So könnte höchstens ein Camper argumentieren, der sagt, naja, das Zelt in einer Woche ist hier sowieso Ende, dann reiße ich das wieder ein und nehme es wieder mit nach Hause. Beim Campen mag das gehen. Aber Jesus sagt, das Fundament für unser Lebenshaus ist Gottes Wort. Und das ist für uns wichtig. Es sind die Worte Jesu, die unser Leben halten durch alle Stürme hindurch. Und wenn wir diese Worte jetzt halten, dann halten diese Worte auch uns im jüngsten Gericht. Der gehört zu mir, wird Jesus sagen, im jüngsten Gericht. Der hat an mich geglaubt. Der hat sein Lebenshaus mit mir gebaut, auf dem Fundament, das ich gelegt habe. Und wo hat er das gelegt? Dort am Kreuz, als er gestorben ist für uns, für unsere Sünden. Hören und tun, sagt Jesus, gehört zusammen. Wir müssen das nicht gegeneinander hören oder stellen. Wir können fleißige Predigthörer sein, aber es geht darum, dass wir das Gehörte umsetzen. Wir können aber auch andererseits genauso pausenlos unterwegs sein und tätig sein, so wie Martha, immer was zu tun, vielleicht sogar für den Herrn, also im Dienst des Herrn als Pastor oder keine Ahnung, als Kirchenhelfer. Spielt alles keine Rolle.
Wenn wir dann nicht gleichzeitig auch Hörer sind, die wie Maria auf das Wort Jesu hören. Jesus, was hast du mir heute zu sagen? Was ist heute in meinem Leben wichtig? Also beides gehört zusammen. Wir wollen uns korrigieren lassen, denn Gott will uns korrigieren mit seinem Wort. Und die wichtige Frage heißt, wird das Fundament mich halten? Welches ist das Wort, auf dem ich stehe? Höre ich Gottes Wort, bin ich bereit, es zu tun? Wie sieht es zum Beispiel aus, wenn das Wort Gottes auch mal unbequem ist, wenn es gar nicht so ganz in meinen Plan passt, weil es mir nicht gefällt, weil es einfach unbequem ist? Es hört sich doch so leicht an, sich nicht zu sorgen. Aber es ist nicht richtig. Jesus sagt, nein, wir sollen uns nicht sorgen. Sondern die Sorgen sollen wir auf ihn werfen. Wir alle wissen, wie schwer das ist, die wegzuwerfen, die Sorgen. Die kommen ja immer wieder, ne? Ohne dass sie gerufen werden. Aber sie sind schon wieder da. Und Jesus sagt, nein, sorgt nicht. Nicht um morgen, nicht um eure Zukunft. Nicht um euer Haus, nicht um eure Kleidung, nicht um euer Essen. Und wir wissen, und ich sage das auch so, weil viele Menschen das alles nicht haben, was sie zum Leben brauchen und nicht so viel haben wie wir. Dass wir aber dankbar sind für das, was Gott uns gibt und auch verantwortlich damit umgehen, das finde ich so wichtig dabei. Oder wie gehen wir um mit liebgewordenen Gedanken, die wir so gerne festhalten, dass wir sie loslassen? Sagen, Herr, was du willst, soll geschehen. Hat ja Jesus uns vorgemacht. Nicht wie ich will, sondern wie du willst, hat er gesagt zu Jesus in der entscheidenden Zeit seines Lebens. Bin ich bereit, Gott zu vertrauen, dass er zum Beispiel mir den Partner aussucht, der hundertprozentig zu mir passt? Bin ich bereit, dafür zu beten, zu bitten? Zeig du mir den Mann oder die Frau, die zu mir passt. Oder dass er mir das Geld gibt, was ich jetzt brauche, um zu leben. Dass er mir den Arbeitsplatz schenkt, zu dem ich passe, an dem ich mich wohlfühle, an dem ich meine Gaben ausleben kann. Glauben wir das? Vertrauen wir darauf? Oder wie ist es zum Beispiel mit der Feindesliebe, wenn dich jemand auf deine Backe schlägt, dem bietet die andere auch noch da? Können wir das? Wollen wir das? Wenn wir diese Worte hören, dann sollten wir fragen, ob unser Fundament tief genug ist. Hören und tun. Lassen wir uns doch die Zeit, daran zu arbeiten. Und dann denke ich, ist es wie im Fußball, ob es gut aussieht oder nicht, ist nicht entscheidend. Am Ende wird gezählt. Das Ergebnis entscheidet. Amen.
haben so viel Grund, dir zu danken für das, was du uns geschenkt hast, jedem von uns. Und ja, wir bitten dich, mach uns das immer wieder bewusst und auch deutlich, dass wir es erkennen und auch bekennen. Das, was wir können, haben wir von dir. Es ist nicht verdient, auch selbst wenn wir viel dafür gearbeitet haben. Aber am Ende ist es alles ein Geschenk. Du schenkst uns das. Und jetzt willst du, dass wir unser Lebenshaus bauen auf einem festen Fundament. Danke, dass du da bist und uns dieses Fundament zur Verfügung stellst. Wir haben auch viel davon gesprochen, wie es materiell ist in unserer Welt. Und wir wissen, dass die Unterschiede groß sind, auch die Unterschiede zwischen den Völkern. Wir wissen, dass viele Menschen in großer Not leben. Und nicht nur hier in Deutschland, sondern hier geht es den meisten Menschen ja doch relativ gut. Aber es gibt so viele Menschen, die in großer Not leben, die nicht das Nötigste haben zum Leben. Wir bitten dich, dass du sie an deine Hand nimmst, dass du dich um sie kümmerst und dass sie den Mut gewinnen, sich auf dich zu verlassen, auf dich zu vertrauen. Und danke, dass du schon immer gezeigt hast, dass du ein großer Gott bist und dass du Menschen versorgst, auch uns gerne versorgst. So beten wir auch für die, die in innerer Not sind, in Glaubenszweifeln oder die, die psychisch krank sind und die Kranken überhaupt, auch die Sterbenskranken. Wir befehlen sie dir. Wir beten für die Menschen in den Kriegsgebieten und Krisengebieten unserer Welt. Erbarme du dich und wir bitten dich, schenk du Frieden. Schenk auch Frieden endlich in der Ukraine und zwischen Ukraine und Russland. Ach ja, wir bitten dich, erbarme du dich und schenk du, dass sinnloses Töten aufhört und dass wir uns sehnen nach dem Frieden, den du schenkst. Und dann bringen wir dir auch die Not, die in unseren Familien ist, hier und da und in verschiedener Weise, dass du uns Frieden schenkst miteinander. Und dass du uns zeigst, dass du der wahre Grund unserer Hoffnung und unseres Lebens bist. So beten wir gemeinsam zu dir, so wie du es uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so geht unter dem Segen des Herrn, der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.